Unser Ziel ist, den Weltrekord, den Rundenrekord hier aufzustellen mit dem SLS Electric Drive. Wir wollen nachweisen, dass wir die schnellste Rundenzeit fahren. Die Herausforderung für mich wird sein, dass ich ohne einen Versuch vorher gleich die erste Runde absolut am Limit fahren kann und nachweisen, dass dieses Auto richtig schnell ist. Die Reichweite von dem Fahrzeug wird es hergeben, mehrere Runden zu fahren, aber nachdem bei hoher Beanspruchung die Akkus aufheizen und dadurch wärmer werden und weniger Leistung abgeben können, haben wir natürlich nur einen Versuch, wo wir die volle Leistung Vollzeit zur Verfügung haben. Ob das jetzt heute funktioniert mit den Witterungsbedingungen, das muss man schauen. Das Auto prinzipiell ist unter guten Umständen dazu in der Lage. Das Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Irgendwelche Wettbewerber deutlich distanziert und eine 7 vor der Rundenzeit. Unter 8 Minuten, das ist schon der Ritterschlag für einen Supersportwagen.